Jetzt hatten wir in der Pressekonferenz von Acer beispielsweise eine ganz interessante Projektion gehört, die darauf spekuliert, dass der Tablet-Markt weiter und weiter schrumpfen wird nach 2014 und Ultrabooks diesen Markt auffüllen werden. Das koinzidiert jetzt natürlich mit dem Release von Acer Ultrabooks, die dann parallel rauskommen, aber... Wie siehst du das denn jetzt persönlich mal rein außerhalb von deiner Rolle als Marketing-Manager in deinem eigenen alltäglichen Gebrauch? Ich denke, für Business-Anwendungen sind wir mit Tablets einfach noch nicht unbedingt so weit. Die Convertibles bringen uns einen Schritt näher da dran, aber wo führt denn im Endeffekt der Weg hin? Es hängt ja sicherlich auch mit Display-Technologien, Eingabemethoden zusammen. Wie sieht die Zukunftsmusik für dich aus? Ja, also ich würde sagen, auf den Tablet-Markt und die Zahlen da kann ich jetzt nicht eingehen. Da fehlt mir einfach der Hintergrund. Da würde ich an Analystenfirmen wie IDC oder Gartner verweisen, die sicherlich da Zahlen dazu haben. Wie sehe ich das? Wie geht es in Zukunft weiter? Also die 60 Designs, die wir hier sehen an Ultrabooks, an denen kann man schon sehr gut erkennen, dass es verschiedene Trends gibt. Also das geht jetzt vom klassischen Clamshell, das ist also das normale, auffaltbare Laptop, zu den Slidern, die sich quasi derart aufsliden lassen, ein schöner neudeutscher Ausdruck, und die Detachables, wo man quasi oben das Display einfach abnimmt, die Batterie aber und die ganze Intelligenz im Display integriert ist und ab dann quasi so eine Art Tablet-Gefühl bekommt. Es wird sich zeigen, ich möchte auch nicht behaupten, dass sich alle Formfaktoren durchsetzen werden, manche vielleicht mehr, andere weniger, und ich schätze, in 3 bis 5 Jahren sehen wir nochmal Formfaktoren, von denen man heute noch nichts geahnt hat. Also da gibt es durchaus noch Konzeptstudien, die erfolgversprechend sind. Im Allgemeinen ist es, glaube ich, so, dass die Ultrabooks, gerade diese Convertibles, sehr, sehr attraktiv sein werden. Und auch, muss ich ganz klar sagen, in Kombination mit Windows 8, weil ich da das erste Mal wirklich in diesem Touch-Modus auch voll funktionsfähig mit meinem Ultrabook kommunizieren, umgehen, es bedienen kann. Sollte ich wünschen, in irgendeiner Art zu meinen alten Applikationen zurückzukehren, sei es ein Adobe Photoshop, sei es ein Cinema 4D, wo ich irgendwie jetzt rendern will oder Grafik künstlerisch tätig werden will, sei es bloß ein E-Mail-Programm, dann werde ich natürlich diese Convertibles bevorzugen, denn auf diesen Bildschirmtastaturen ist es doch relativ mühsam zu schreiben, und auch das ist übrigens eine Geschichte, die wir herausgefunden haben in den Studien, die wir mit Benutzern gemacht haben. Also auch, ne, ich habe es eingangs erwähnt, diese Responsiveness, diese Leistung, stylisch muss es sein, Batterielebensdauer, sicher muss es sein. Im Zuge dieser Studie haben wir auch gesehen, das Keyboard ist ein sehr wichtiges Element. Deswegen gehört zur Ultrabook-Spezifikation auch definitiv das Keyboard dazu, damit ich eben zwischen diesen zwei Betriebsarten, Touch und klassisch, wie ich es bisher gewohnt bin, wählen kann als Nutzer. Und da nur noch mal ein Beispiel, kann man sich ja vorstellen, ich schaue meine Facebook-Bilder an, ich mache das alles über Touch-Gesten, ich mache die Bilder auf, mache ich über Touch-Gesten, wenn ich einen Beitrag schreiben möchte selbst, wechsle ich kurz zum Keyboard und dann geht es wieder weiter im Touch-Modus. Also das ist eben etwas, das wird sich sehr, sehr bald zeigen, dass Benutzer das als sehr intuitiv und angenehm empfinden werden. Wobei, wenn ich jetzt an Cinema 4D denke, mit dem ich auch arbeite und Render-Grafik erzeuge, ich denke, da wird auch so eine Art Paradigm-Shift eintreten, dass man dann sagt, okay, wir legen die Funktionen mehr auf Touch aus, weil ich beispielsweise mit einem Grafiktablett das schon die ganze Zeit bediene und die Tastatur nur für Shortcuts nutze, aber im Endeffekt könnte sich das ja dann auch verschieben und einfach touchfreundlicher werden oder verbale Kommunikation damit reinnehmen. Ja, und das ist sicher zu erwarten, dass sowas in dieser Art auftaucht. Du findest ja auch Apps, die zum Beispiel dir erlauben, den Adobe Photoshop über das iPad zu steuern. Also all dieses wird natürlich möglich sein und wird auch kommen. Nur eins wirst du natürlich dabei feststellen, nur um die vorige Frage nochmal aufzugreifen. Du wirst alles bekommen, nur nicht Rechenleistung. Die wirst du dir nach wie vor wünschen. Wie verbindet sich dein Aufgabenbereich mit der IT-Technologie? Was für Werkzeuge benutzt du selbst jetzt als Marketing-Manager?
Also in meinem täglichen Leben bei Intel dürften das in der Hauptsache 3 Geräte sein. Das ist mein Laptop, hoffentlich bald mein Ultrabook. Okay. Das ist mein Telefon und mein Mobiltelefon, mein Smartphone. Wieso sagst du jetzt hoffentlich bald dein Ultrabook? Wurdest du noch nicht geupgradet, oder? wie kommt es dazu? Es ist nicht sehr einfach für große Firmen im Rahmen der IT neue Geräte zu zertifizieren. Das dauert immer etwas. Also von dem her hoffentlich bald. Ja. Okay, nee, aber ist schon ein bisschen lustig. Ich kenne das auch aus großen IT-Firmen wegen der Sicherheit und so weiter. Ne? Und es wird alles registriert. Aber das bei Intel selbst, dass es dann noch nachrutscht, ist doch interessant auf jeden Fall. Okay. Abteilung in jeder großen Firma ist immer die IT-Abteilung. Wie bist du zu Intel gekommen? War IT schon immer deine Passion und wie hat es dich dahin bewegt in die jetzige Position, in der du bist? Absolut, also ich würde es absolut als Passion bezeichnen. Ich habe immer schon, und das ging glaube ich irgendwie mit 10 Jahren schon los, auf dem 64er seinerzeit Assembler programmiert, was ein bisschen seltsam ist, aber ja, es ist so. Habe dann Elektrotechnik, Bereich Daten- und Informationstechnik studiert, was ja auch so ein Zwischending zwischen Elektrotechnik und Informatik ist. Also nicht wirklich Informatik, aber angelehnt an Informatik. Bin dann bei Intel als Software-Ingenieur eingestiegen und habe mit durchaus namhaften Softwareherstellern, unter anderem Atari, deren Software optimiert auf Intel Pentium 4-Prozessoren seinerzeit. Und bin dann in die technische Presse rübergewechselt und jetzt bin ich eben schon seit den letzten, ja, ich denke, 12 Jahren bei der Intel-Presseabteilung. Es gibt ja eine bestimmte Spezifikation, die du auch schon angedeutet hast, die ein Ultrabook definiert, und alles, was außerhalb dieser Spezifikation ist, darf nicht so genannt werden. Das ist korrekt. Ne? Ja. Kannst du nochmal diese Spezifikation zusammenfassen? Denn ich persönlich empfinde es ein bisschen als verwirrend. Also ich weiß nie genau, wo jetzt die Eckparameter sind, mit denen die OEMs dann berechnen, wenn sie ihre Geräte dann Ultra-Thin nennen müssen oder irgendwas Artverwandtes. Ja, das ist eine relativ lange Liste der Dinge, aber es muss natürlich der gewisse Designfaktor gegeben sein, den spricht man normalerweise ab. Was ganz wichtig ist, ist die Gerätdicke, wo wir 18 mm spezifiziert haben für Geräte unter 14 Zoll Diagonale. Für Geräte über 14 Zoll wären das dann eben 21 mm entsprechend, maximale Stärke. Da gehört aber auch dazu, zum Beispiel mehr als 5 Stunden Batterielebensdauer. Wir empfehlen 8. Wenn du aber deinen Laptop Ultrabook nennen möchtest, wären auch 5 in Ordnung. Gemessen an so einem durchschnittlichen Einsatzszenario dann wahrscheinlich, ne? Richtig, ja. Richtig, das ist korrekt. Und dann jetzt eben neuerdings mit der dritten Generation Intel Core Prozessoren brauchst du natürlich Core i3, Core i5 oder Core i7, einen aus dieser Serie. Was habe ich vergessen? Und du brauchst Intel Identity Protection Technologie, also das plus Intel Anti-Theft. Also das ist diese ich möchte es als Diebstahlversicherung bezeichnen. Oder dann quasi entweder über eine Poison Pill, die du an dein eigenes Laptop schickst oder Ultrabook schickst, wenn es denn gestohlen worden sein sollte, oder über einen Timeout sich das Ultrabook selbst sperrt und somit komplett unbrauchbar wird. Wirklich, also absolut komplett unbrauchbar wird. Das heißt, da besteht dann auch eine feste Integration, denke ich mal, mit der Platte, die dann angeschlossen ist, mit der Festplatte, weil ja irgendwie auch der Content dann gesperrt werden muss. Was passiert dann? Wird dann das Ganze im Endeffekt mit Nullen überschrieben? Oder wie stelle ich mir das vor? Nein, weil du musst ja irgendwie, okay. Also man könnte die Festplatte immer noch ausbauen und an einem anderen Rechner verwenden, wenn sie nicht verschlüsselt ist. Und dann ist die Theft Protection... Das ist verschlüsselt. Das dürfte verschlüsselt sein. Da müsste ich allerdings jetzt nochmal im Detail nachschauen. Aber das macht Sinn, das zu verschlüsseln auf alle Fälle. Denn wenn das gegeben ist, ist wirklich das Ultrabook unbrauchbar. Mit Nullen überschrieben, kann ich dich beruhigen, wird es auf gar keinen Fall, also das nicht. Denn ist es auch so, wenn du dein Notebook wieder bekommen solltest, du kannst ja auch über diese Giftpille, über diese Poison-Pille, dass es quasi stirbt, kannst du auch eine Nachricht
abliefern, genauso wie es beim Find My iPhone ist, kennst du vielleicht. Ja. Genauso wie da kannst du auch eine Nachricht überliefern, das heißt zum Beispiel kannst du da schreiben, weiß ich nicht, ich lieber Dieb, ich hau dir auf. Euro, entweder so oder du sagst 100 Euro Finderlohn, ich habe meinen Laptop verloren. Ja. Du hast ja sicherlich mehrere 100 Euro investiert in das Gerät, von daher wirst du vielleicht bereit zu sein, einen sogenannten Finderlohn zu zahlen, wenn auch das Ding gestohlen wurde. Ja. Das weiß ich jetzt nicht, das hängt vom Szenario ab, aber der wichtige Teil dabei ist, du kannst es auch über eine bestimmte Website, über die du es gesperrt hast, über die du diese Poison Pill verschickt hast, über diese Website kannst du es auch wieder reaktivieren. Das heißt, du kannst es nach Reaktivierung ganz normal wie vorher auch wieder benutzen.